Hey, mein Name ist Tom und das ist The Last Ride von meiner Ninja 250. Das und mehr nach dem Intro. Ja, hey Leute, heute ist der Tag, an dem ich mein Moped wegbringe. Ich bin es jetzt über 2 Jahre gefahren. Mega coole Sache. Ich bringe es jetzt zum Käufer sozusagen und ich hoffe, der wird auch eine gute Zeit damit haben. Wird es genauso wenig wie ich zerstören, beziehungsweise ich hoffe, dass ich es jetzt nicht zerstöre und werde eine gute Zeit mit dem Motorrad haben. Mich hat das ja echt mega lange begleitet, das Moped. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ich habe vorher geguckt, bei 4500 Kilometer habe ich das Motorrad gekauft und jetzt hat es 16.600 Kilometer drauf. Also ich bin ordentlich was gefahren mit dem Teil. Italien, Tschechien, Deutschland, so viele Sachen, was ich mit dem erlebt habe. Viele Kilometer runtergerattert. Kawasaki, tolle Marke, hat gute Dienste geleistet. Doch jetzt ist es vorbei, jetzt verlässt sie uns. Und ich kann euch auch eins sagen, heute habe ich eine neue GoPro am Start. Ich hoffe, die Einstellungen stimmen alles. Was kommt danach, nach der Ninja? Also diese Frage habe ich ja noch immer niemandem beantwortet, weil ich sie eigentlich auch selbst noch gar nicht beantworten kann. Das wollte ich mal so gesagt haben. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich mir eine 701 Sets kaufe. Es kann sein, dass ich mir ein Schrottmoped kaufe, einfach zum Üben. Einfach zum, ja, Willis üben oder eine Cross, für Crossfahren, für den Winter über und im Frühjahr dann was Neues. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was es wird. Das ist ein richtig komischer Verkehr hier. Ich weiß nur, dass ich mir eine wieder kaufen werde. Aber welche, ich glaube, ich lasse mich da auch ein bisschen über den Winter inspirieren. Ich habe ja coole Ideen, was man machen könnte. Ich möchte auf jeden Fall ein Motorrad kaufen, was ich mehr customizen kann. Weil die Ninja, da war halt nie so dieser Customize-Gedanke dahinter. Beim nächsten Motorrad möchte ich mehr selber umbauen können, möchte endlich was machen dran. Ich habe bei dem ja eigentlich nichts gemacht. Ich habe nichts umgebaut. Ich habe keine Teile verändert eigentlich, weil ich wusste, ich verkaufe sie wieder. Und ja, deswegen habe ich da nie was umgebaut dran. Aber keine Sorge, es kommen Videos, es ist weiterhin ganz normale Motorradvideos werden kommen. Im Winter kennt ihr mich ja, ich fahre im Winter nicht. Vielleicht werden wir dieses Jahr eine Möglichkeit haben, dass wir trotzdem fahren, dass wir irgendwo hinfliegen. Ich bin ja da schon am Schreiben mit ein paar Leuten. Mal schauen, ob sich da was ergibt oder ob sich nichts ergibt. Das werden wir sehen. Ich schätze mal schon, dass sich was ergeben wird. Aber ja. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das Motorrad verkauft hatte. Ich habe es jetzt 4 Monate eigentlich drin gehabt im Willhaben und in 1000 PS. Also den 2 Plattformen habe ich es verkauft. Es haben sich einige angeguckt, einige haben versucht zu kaufen. Manche sind gescheitert. Einmal bin ich gescheitert, ihr kennt ja meinen Verkaufsfail. Ich verlinke euch das mal, drückt auf das i, dann hört ihr meinen Verkaufsfail. Jetzt ist es aber endgültig soweit. Sie verlässt uns heute. Irgendwie ist echt viel Wehmut auch dabei, weil ich fühle mich, das habe ich gestern auch wieder gesagt, wo ich dann zum Bickel noch gefahren bin, ich fühle mich auf diesem Motorrad so unglaublich sicher. Ich habe dieses Motorrad kennengelernt und sehr intensiv kennengelernt, eben über diese lange Tourzeit und über diese langen Reisen oder Ausflüge, was ich mit dem Motorrad gemacht habe. Ich bin allein dieses Jahr 1000 Kilometer gefahren und das ist irgendwie schon cool, dass ich so genau kennenlernen konnte, das Moped. Das ist nice. Das ist toll. Das ist geil. Und deswegen kann ich für mich sagen, auf dem Motorrad fühle ich mich zu 100% sicher, wie es auf der neuen ist, auf der 701er. Ich fühle mich wohl, aber keineswegs sicher, weil es doch um einiges mehr Leistung hat. Und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, auf einem anderen Motorrad zu sitzen. Und das eigene Motorrad ist trotzdem das irgendwie, wo du dich sicher zu Hause, was deins ist sozusagen. Das fühlt sich anders an für mich. Und ich hoffe, dass ich bald wieder ein Motorrad finde, wo ich das gleiche Feeling habe wie auf meiner Ninja. Aber ich gehe stark davon aus, dass es eine lange Zeit dauert, weil ich werde mir viel anschauen, ich werde viel testen. Ich bin ein Mensch, ich kann mich schwer entscheiden. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich so schnell einen Entschluss treffen werde über mein nächstes Motorrad. Fest steht, dass ich für dieses Motorrad 2450 Euro bekommen habe. Alter, siehst du,
Allein das, ey. Bei der 701 wäre ich da schon dreimal vorne. Darauf freue ich mich auch, auf die Zukunft mehr Leistung zu haben als diese 250 Kubik. Ah, das wird schön. Ja, das Überholen macht mit dir einfach keinen Spaß mehr, sobald du ein bisschen mehr Leistung kennengelernt hast. Ich möchte euch jetzt mal bitten, schreibt mir mal euer Lieblingsvideo von der Ninja rein. Also, welches Video euch am besten gefallen hat zu dieser Ninja? Was war wirklich das Video, wo ihr sagt, boah, das war das coolste Video mit der Ninja? Schreibt es mal in die Comments und wenn nicht, dann schaut euch die Playlist an von der Kawasaki, von der Ninja. Schreibt es mir, was euch am besten gefallen hat. Würde mich mega interessieren. Oder vielleicht auch welche Tour. Einfach mal ein bisschen Feedback zu ihr schreiben, dass wir das alles haben. Hey, jetzt blinkt sogar der Tank. Yes, also Maximum erreicht. Der Tank blinkt. Ich kann nichts mehr jetzt machen. Mein Name ist Tom. Das war Tom Tour. Haut rein und pfiat euch.